Episode 10 von Banishers Ghosts of New Eden. Moin, hier ist der Angelus. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen 10. Episode. Ja, und vielen, vielen Dank an alle, die hier ja, seit 10 Episoden schon wieder schön Unterstützung da lasst. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung bei diesem Let's Play. Freut mich, wenn ihr hier auch Spaß habt, mit mir diese Reise ja, weiterhin zu erleben. Und ja, wir haben jetzt hier zwei Abzweigungen. Ich gehe erstmal hier hin. Das scheint eher so ein optionales Gebiet zu sein. Geradeaus ist so der Hauptweg. Man sieht ja auch hier schon... Ist ja auch die Hauptstraße, so wenn die Brücke nicht kaputt wäre. Deswegen machen wir mal weiter. Das war ein gewagter Sprung. Ja. Geisterkräfte sind faszinierend. Ja. Aber ich komme mir so unbeholfen vor. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Du wirst sie ebenso meistern, wie du alles andere gemeistert hast. Genau. Du lernst noch, bist auch schön anpassungsfähig. In der letzten Folge auch die erste Herausforderung. Hier geht's auch nicht weiter, soweit ich sehe. Die erste Entscheidung, die wir da getroffen haben mit dem Kannibalen. Das war interessant. Oh, wir haben wieder auch ein paar Irrlichter wieder. Schauen wir mal. Episode 10, Leute. Viel Spaß. Gegner. Dann gehe ich erstmal kurz hier hoch. Noch mehr Gegner. Phantomsatz. Benutze mit Antea den Phantomsatz, um in den Kampf einzugreifen und sofort in die Nähe eines Ziels zu gelangen. Eine solche Manifestation verbraucht Geisterpunkte und benötigt eine Abklingzeit, bevor sie erneut benutzt werden kann. Also quasi da oben jetzt. Noch nicht. Oder muss ich da zu ihr wechseln? Ja. Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Sturer Bastard! Schon wieder so ein Spucker. Stirb, du Drecksau! Schöne Gegend und so weiter, aber siehst du einen Weg nach oben? Schöne Gegend und so weiter. Immer diese komischen kleinen Höhlen, die hier sind. Wir brauchen ja keinen Weg nach oben. Ich wollte mich nur umsehen und alles weglooten halt. Und leveln. Gegner geben natürlich auch Erfahrungspunkte. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Der. Unterbrochen. Spektrale Aktivitäten. Du hast eine Ansammlung spektraler Aktivitäten gefunden. Als Verbanner obliegt es dir, diese Gefahr zu bannen. Deine Lebenspunkte und Sudladungen werden zu Beginn und nach Abschluss einer solchen Begegnung vollständig wiederhergestellt. Durch das Eliminieren einer solchen Ansammlung erhältst du dauerhaft Boni auf deine Stärke. Da muss man Wellen von Gegner wahrscheinlich abwehren, bis das geschlossen ist oder so eine Art Schließungsritual. Mit den richtigen Worten der Macht könntest du die Schemen in der Nähe dazu zwingen, sich zu zeigen. Okay. Das ist Schemen zeigen, das rechte Ritual, das hier, ne, oder? Geißelbeschwör, eine Geißel zum Erscheinen zwingen. Ist es das? Unterstützt durch zwingende Worte eine Schnitzerei oder eine Zeichnung des sterbenden, was? Des Sternbilds Adler, zwingt dieses Ritual alle Arten von Geißeln, Vogelscheuchen, Furien, Klagegeister und so weiter zur Offenbarung. Ist es das? Weil das hier ist doch nur für Schemen. Ne, oder hat sie auch Schemen gesagt? Einen Weg auf die andere Seite finden. Was siehst du? Irgendwas, was uns weiterhilft? Sind das doch keine Geißeln? Ist es doch auch wieder nur das hier? Noch Kuhain. Auch nur das, okay. Das andere haben wir bisher noch gar nicht gebraucht. Es ist noch nicht vorbei. Oh, der ist größer. Wunderbar. Mehr Spaß. Was ist das?
Oh, Kugeln. Beweg dich, Red. Oh, der saugt. Der saugt. Das sieht nicht gut aus. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Nö, du? Hier, bedien dich! Der ist aber groß jetzt. Sie bringen noch mehr Freunde mit! Halt den Fähnen auf, bevor er von der Leiche Besitzer greift. Hab ich ja. Und dem macht's ja echt nicht so viel Schaden, ne? Ich bin bereit. Hä? Wo ist mein Leben hin? Ich hab. Warte, ich hatte doch. Hat irgendwas noch mein Leben abgesaugt gerade? Deine Reise ist zu Ende. Oh, das war's schon. Diese Bilder in den Ladesequenzen hier sind übrigens alle wirklich sehr schön gemacht. Ich habe jetzt da schon einige gesehen. Richtig tolle Konzeptarts, wenn man was lädt. Okay, nächster Versuch. Ich hatte eben eigentlich noch Leben. Hat mich irgendwas von hinten erwischt? Sie lernen es einfach nicht, oder? Parieren ist nicht so einfach in dem Spiel, finde ich. Gerade weil die Bewegung von den Geistern teilweise so schnell kommen, so wie das jetzt. Verstärkung! Ich bin immer noch hier. Da kommen noch mehr. Oh. Hat sein Schaden erhöht oder so? Sie lernen es einfach nicht, oder? Dass auch immer welche von der Seite reinhauen müssen, ey. Bastard. Was ist mit denen hier kaputt? Du verschwendest deine Zeit mit dem. Ja, das sehe ich auch. Bombensprung. Ist er abgehauen? Der hier wird geschützt. Ja, von wem aber? Hör auf zu schießen jetzt. Mal wieder auf mich allein gestellt. Nur, dass er den Wolf nicht nimmt. Hier, das ist für dich. Alter, der hier, ne? Der geht nicht wieder. Konzentrier dich auf einen anderen. Der Schleier beschützt den hier. Ja, aber wenn er immer da zusammensteht und der andere, dieser Fernkämpfer... von der Leiche fern. Der Fernkämpfer sich hier in Busch versteckt, ist das ziemlich lästig gerade. Willst du alleine Spaß haben? Ich will nur diesen Typen hier weg haben. Na, endlich. Was er eingesteckt hat. Meine Fresse. Auch der, was sie alles aushalten. Teamwork. Naja. Was siehst du? Was ist das? Irgendwas, was uns weiterhilft. Das Nest besiegt. Endlich. Jetzt haben wir Lebenspunkte und Dings wurde alles wieder aufgeladen, ne? Wenn man das fertig hat. Das wurde ja gesagt. Okay. Der Riss ist down. Gab aber ganz gute Erfahrungspunkte. Bisschen Essenzzeugs. Da ist schon wieder was zum Runterschießen.
Das ist ein Körper? Eine Leiche hängt da. Ha. Hat sich jemand aufgehängt. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Da drüben, okay. Hier sind Spuren. Wenn die Ausrichtung stimmt, können wir hier vielleicht springen. Du sagst, wo es lang geht. Ich bin nur der Handlanger. Springen schon wieder? Dann war hier bestimmt das Nest, was wir geschlossen haben, das Fragezeichen auf der Karte, ne? Wenn ich da nochmal nachschauen sollte, könnte. Sieht so aus. Einen Weg auf die andere Seite finden. War denn hier gar kein Weg auf, also da vorne? Hätte ich da vielleicht vorher nochmal nachschauen sollen? Hier ist gar nichts mehr. Da ist eine Linie. Von da aus kann man da hoch. Verstehe. Und was haben wir hier noch? Also man kommt dann da oben hoch, da wo die Fackel leuchtet. Keine Dokumente hier oder noch so? Ganz schön hoch. Ja. Vertrau mir. Das ist wirklich ganz schön hoch. Und dann kommen wir von hier aus? Nach da? Ist das dann hier oben? Ich kann dich tragen, wenn du mich lässt. Das weiß ich. Dann will ich aber noch kurz den anderen Weg da abchecken. Ich dachte halt, das wäre der Hauptweg und hier ist vielleicht nur das Nest, was man schließt und dann geht er halt weiter. Aber ist dann hier vorne der Weg versperrt? Aber vorne ist ja noch dieser Karren gewesen. Da waren auch so Krähen dran. Hier lang geht? Noch eine Straße ins Nichts. Ah, okay. Schaffen wir den Sprung? Keine Spektralspuren in Reichweite. Ich kann dir hier nicht helfen. Dann suchen wir einen anderen Weg. Aber hier liegt noch Leder. Wenn wir wieder in New Eden Town sind, kannst du ja Beschwerde einreichen. Ja, mache ich auch. Hier war einfach eine Sackgasse, Mann. Aber da drüben leuchtet noch was, da wo der Körper hängt, da oben. Auch wahrscheinlich für sowas, wo ich später hin muss. Oder von da aus auf die andere Seite wieder. Irgendwelche. Das ist auch wieder so eine helle Kugel, die man wahrscheinlich abschießen kann, so wie die Leiche da unten. Mhm. Und ich dachte, man kann sich zwei Wege aussuchen. Nö. Ist bisher wirklich gut, so ähnlich aufgebaut wie bei God of War, was man zuletzt halt so gespielt hat, was so ähnlich war. Mit diesen Bereichen. Gefällt mir. So, dann ballern wir wieder rüber. Ja, schon mal besser als beim letzten Mal. Schneller auch. Erinnere mich beim nächsten Mal daran, die Augen zuzumachen. Die Augen zuzumachen. Hier haben wir einen Brief. Und da ist wieder so da drüben so eine Kugel, ja. Zurückgelassenes Tagebuch. Wir schreiben das Jahr 1695, dessen zumindest bin ich mir sicher. Den News Smith zu folgen, war ein Fehler.
Nachdem wir unsere Häuser verlassen und bei Regen und Wind durch die finsteren Wald stapfen mussten, erreichte unsere Gruppe ein altes Jägerlager. Die Brücke nach Boston ist kaputt und wir können nicht weiterziehen. Diese Flucht in die Freiheit war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Erinnerungen an unser Zuhause in New Edentown verblassen von Tag zu Tag mehr. Wir hatten dort Freunde und Nachbarn. Das Gelächter der Kinder schallte durch die Gänge der Schule und wir hatten ein Gemeindezentrum mit einem Pastor, der sich wirklich um uns kümmerte. Als wir mit Thickskins Gruppe aufbrachen, kehrten wir New Edentown, ein Dorf, das wir eins aufgebaut hatten, den Rücken. Ah, das ist die Gruppe, die mit Thickskin abgehauen ist. Das hat sie uns ja gesagt, dass sie weg will. Ich vermisse unser Zuhause zutiefst. Beth geht es ebenso, auch wenn sie versucht, nicht zu zeigen. Wir werden zurückkehren. Wir packen erneut unsere 7 Sachen und gehen zurück in unsere Heimat. Was immer durch den Wald streift, kann sich zum Teufel scheren. Möge Gott uns beistehen. Okay. Thickskins Gruppe. Mal gucken, die treffen wir bestimmt auch wieder. Okay, jetzt geht es richtig in den Düsterwald hier rein. Es wird düsterer. Warum gibt es keine Spinnen? Eine Hütte. Oh, eine Falle! Musst du schon achten, wo du hinläufst, Red. Flucht! Ja. Jetzt hängst du da. Noch bald. Ich nicht mehr kopfüber hänge. Was war das? Eine Schlingfalle. Jacob Lynn sprach von einem Jägerlager. Es könnte in der Nähe sein. Etwas ist hier. Was? Lebendiges? Ja. War das eine Falle vielleicht schon von Thickskin? Das ist sie doch, oder? Hatte sie nicht toll. Auch so einen Mantel an? Nee. Nö. Nee, die kenne ich nicht, glaube ich. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Ich komme von New Edentown. Dann seid ihr furchtbar weit gereist, werter Herr. Wer seid ihr? Ich bin Red McGrath. Die Stadträte von New Edentown haben mich angeheuert. Ich bin Verbanner. Seid ihr nicht mit dieser anderen Person im Gemeindehaus ums Leben gekommen? Ich bin in die Fluten gestürzt und wurde davongeschwemmt. So habe ich überlebt. Nun, bis jetzt jedenfalls. Das erste Mal, dass ich einen Verbanner sehe. Ich hätte mehr erwartet. Könnten wir diese Unterhaltung eventuell fortsetzen, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe? Hey, immer mit der Ruhe. Sie schießt auf das Seil. Hört auf zu zappeln. Stillhalten, habe ich gesagt. Ich will sehen, wie ruhig ihr bleibt, wenn auf euch geschossen wird. Wenn das so ist, Verbanner, könnt ihr euch ja selbst aus der Falle befreien. Was? Wie? Nein, warte! Unser Lager liegt unten am Hügel. Ich werde dort auf euch warten. Kommt zurück! Scheiße! Tja, jetzt mal nichts gesagt. Ich nehme an, du kannst mir nicht helfen, oder? Das war unterhaltsam. Schön, dich lächeln zu sehen. Warte. Da ist etwas. Was Lebendiges? Nein. Okay, noch was anderes. Ein Poltergeist. Ein Poltergeist. Ein Zombie. Alter. Ein Knochenwandler. Er hat uns. Scheiße. Knochenwandler? Ein Skelettkrieger? Oder ein Wie? Bitte.
Was hat er vor? Er hätte sich auch einfach losschneiden können. Er hat doch ein Schwert. Okay, krass, Knochenwandler. Vielleicht ist es aber auch ein Chemen, das muss ich selbst erledigen, der so einen menschlichen Körper übernommen hat. Oder menschliche Überreste halt. Wow. Pariert. Fort mit dir! Da kommt noch mehr. Das ist für dich. Wenn Gegner blocken, kannst du ihre Verteidigung mit bestimmten Angriffen durchbrechen, wie zum Beispiel Reds aufgeladener Angriff, den mache ich gerade, Antares Manifestationen, perfekter Wechsel. Stimmt, du Drecksau! Okay. Das hat geballert. Aber nette Jägerin, dass sie uns einfach hängen lässt. Die Aussicht war auch echt gut. So, da liegt noch was. Das scheint noch eine Brücke da vorne zu sein. Da ist das Lager der Jäger. Schöne Aussicht. Nur eine Tasche. Warte mal. Zum Abschluss bringen. Zum Abschluss bringen. Die Verbannung wurde dem genialen Dämonologen Henry Birch zufolge ursprünglich als Exilanten bezeichnet und sind wahrscheinlich Erben des Ahnentradition der Battlepriester des alten Griechenlands. Über die haben wir schon gelesen, ja. Wie auch immer ihr Name, ihr Titel und ihre Methoden lauten mögen, ihr Hauptziel hat sich nicht geändert. Sie wollen den Abschluss bringen. Mhm. Vom lateinischen Claudere und dem altfranzösischen Closure, was so viel wie Umzähmung eines Feldes oder Gebiet bedeutet. Na dann, ich scroll hier nochmal runter, ist wieder sehr, sehr, sehr viel Text. Können wir uns später dann noch anschauen. Und ihr könnt natürlich in Ruhe alles lesen, wenn ihr die Pause-Taste betätigt. So, müsste alles drin sein. Von den Verbannern den historischen und heidnischen Wurzeln ihres strittigen Wissens von Fairfax Haskell. Das hat Fairfax geschrieben? Er hat ja gesagt, er ist Dämonologe gewesen, ne? Ich habe ihn aber nicht geglaubt, als er das gesagt hat. Oh, eine Bandkiste. Notiz eines alten Jägers. An die Mistkerle, die hier alles mit ihrem beschissenen, verdorbenen, halb aufgerissenen Fraß und ihren beschissenen, kaputten, scharfkantigen Pfeilspitzen und was weiß ich verdrecken. Ihr seid eine Schande. Hier war schon lange niemand mehr, alles verrottet. Ja. Ja, hatte keiner aufgeräumt, da war er sauer. Armband der Harmonie. Nahkampf-Spektralschaden. Armband. Okay. Wenn Antea erfolgreich ausweicht, verursacht der nächste Schlagangriff 30% mehr Schaden. Cool. Jetzt fehlt nur noch eine Brosche und ein Gewehr. Dann hätten wir alle Slots belegt. Da vorne tut sich was. Ja?
Da ist das Lager. Frag mich, wie viele Leute da noch am Leben sind. Und ob welche aus New Eden dabei sind. Irgendwelche Flüchtlinge noch. Nimm mit. So. Nichts liegen lassen. Damit wir immer schön alles da haben für alle Rituale, die wir brauchen. Da ist ein Köter. Also da oben. Sie bringen noch mehr Freunde mit. Wunderbar. Noch mehr Spaß. Ich krieg das auch allein hin. Okay. Kann ich auch noch nicht runterschießen. Das muss das Lager sein, von dem die Fallenfrau gesprochen hat. Sieht unscheinbar aus von hier. Wer war sie überhaupt? Sieht doch hübsch aus. Eine Art Jägerin. Sie hat dich jedenfalls nicht gemocht. In solch schwierigen Zeiten hilft man einem Fremden nur ungern. Ja, die Leute sind vorsichtig. Sind da gerade die Lampen angekommen, wenn ich da hingucke und so gehe? Sind eben die Lampen später angegangen. Okay, hört ihr, also von hier sieht es wieder sehr, sehr, sehr schön gemalt aus, ne? Sehr cool. Okay, aber Leute, wir werden mit den Jägern in der nächsten Episode erst sprechen, weil wir haben jetzt schon echt die 30 Minuten schon so gut wie erreicht und da kommen bestimmt wieder erstmal wieder längere Gespräche und dann können wir die in der nächsten Episode komplett ohne Unterbrechung genießen. Deswegen machen wir heute hier Ende mit Episode 10, aber es waren coole Momente dabei. Wir haben so ein Geisternest platt gemacht und sind in die Falle gelaufen. Das war unterhaltsam. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann machen wir in der nächsten Folge weiter hier mit den Jägern von Banishers. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.